Tag zusammen. Dieses Video und diese Reihe dreht sich um Intervalle. Und Intervalle sind Tonhöhenabstände. Zum Beispiel das hier ist ein Intervall und das hier ist ein größeres Intervall. Das heißt, zu einem Intervall gehören immer zwei Töne. Ob die hintereinander gespielt werden oder zusammen, ist völlig egal. Und wie groß diese Abstände sind, das kann man trainieren. Also, sprich, angenommen, man kriegt das vorgespielt und nur die Information, das untere ist ein C, dann könnt ihr in der Lage sein, zu wissen, dass das hier ein Ass ist oder dass das Intervall einen bestimmten Namen hat. Fangen wir erstmal mit vier Intervallen an, die da lauten Prime, Sekunde, Terz und Quarte. Okay, die Prime ist das hier. Ich habe ja gerade gesagt, zu einem Intervall gehören zwei Töne. Diesmal sind es zweimal dieselben Töne. Das heißt, vom ersten Ton unserer Tonleiter zum ersten Ton. Also quasi ein Nulltonabstand. Ist aber ein genauso berechtigtes Intervall wie alle anderen. Hier haben wir ein offensichtlicheres Intervall. Hier haben wir nämlich die Sekunde, die Terz und das ist die Quarte. Sekunden und Terzen, da seht ihr, hier sind ja noch so schwarze Tasten. Da gibt es große und kleine von. Das ist die große Sekunde und das ist die kleine Sekunde. Hier haben wir die große Terz, klingt ein bisschen nach Dur. Und hier haben wir die kleine Terz, die nach Moll klingt. Generell haben Intervalle drei Charaktereigenschaften. Einmal neutral, dann harmonisch und dissonant. Neutral ist natürlich die Prime. Die sagt ja sehr, sehr wenig aus. Und auch die Quarte hat keine Aussage darüber, zum Beispiel, ob wir uns in Dur oder Moll befinden. Und es klingt überhaupt nicht scharf oder irgendwie besonders auffällig, sondern sehr offen. Deswegen werden wir mal die Prime und die Quarte unter die Rubrik neutral stellen. So, dann machen wir weiter mit harmonisch. Harmonisch ist die Terz, die große und die kleine Terz. Denn was ich gerade schon gesagt habe, hier haben wir so eine Assoziation, dass es sich dabei um Dur handelt. Und hier handelt es sich um Moll und harmonisch eben, weil es doch sehr, sehr freundlich und familiär irgendwie klingt. Egal ob Dur oder Moll. Das heißt, hier kommt die Terz hin und zwar groß und klein. So, dann bleibt ja nur noch die Sekunde als dissonantes Intervall. Auch hier haben wir groß und klein und das demonstriere ich euch natürlich auch nochmal kurz. Dissonant bedeutet halt schief, schräg irgendwie. Und das hört man auch. Das ist die kleine Sekunde, die sogar noch ein bisschen schärfer klingt als die große. So, also das Erste, was wir jetzt machen wollen, ist, das hören zu können. Einfach nur trainieren, diese Intervalle allein durchs Hören zu definieren. Geht auf diese musictheory.net-Seite und wählt hier den Interval Ear Trainer aus. Sofort geht's los. Kümmert euch nicht um das Erste, was da gespielt wird, sondern macht erstmal hier so ein paar Haken weg, weil das könnt ihr alles ja noch nicht, haben wir noch nicht vorgestellt. Wir nehmen erstmal nur diese vier hier. Das sind die ersten vier Töne einer ganz normalen Durtonleiter. Prime, Sekunde, große Terz und Quarte. Dann machen wir hier neues Intervall. Dam, bam. Wenn ihr diesen offenen Sound noch nicht gehört habt, so richtig, könnt ihr auch einfach den Play-Mode mal ändern. Und nochmal. Da ist ganz offensichtlich, dass wir hier eine Quarte haben, weil es einfach sehr neutral klingt. Also Quarte. Hier haben wir eine große Terz, klingt sehr nach Dur. Nochmal. Und harmonisch eben einfach.
Da haben wir eine große Sekunde, weil es ein bisschen schräg klingt. Dissonant. Und hier haben wir die Prime. Nur einen einzigen Ton, der zu hören war. Okay, wenn ihr das übt, sagt bitte immer die Intervallnamen. Große Terz, große Sekunde. Immer wenn ihr das hier abklickt, wenn ihr es nicht mehr wisst, dann guckt auf eure Notizen oder auf dieses Video, um die Namen wirklich auch direkt zu benutzen. Dadurch lernt ihr die sofort und müsst jetzt nicht großartig da Vokabeln üben oder so. Okay, im nächsten Schritt nehmen wir jetzt mal die kleinen Intervalle uns vor und trainiert erstmal nur kleine und große Sekunden. So, das ist nicht so ganz einfach zu erkennen. Da handelt es sich jetzt um eine kleine Sekunde. Ihr könnt es nochmal hintereinander spielen. Und da könnt ihr so einen Leitton, heraushören. Das heißt, den könnt ihr auch hören, wenn beide Töne gleichzeitig gespielt werden. Daran könnt ihr ganz gut eine kleine Sekunde erkennen. Eine große Sekunde. Da haben wir sie. Die erkennt man dadurch, dass entweder erstmal eine Tonleiter damit anfangen kann. Und sie klingt halt auch nicht ganz so scharf wie die kleine Sekunde. So, dann, wenn ihr da drin gut seid, nehmt einfach die mal mit dazu. Die Prime könnt ihr natürlich auch weglassen, wenn euch die zu einfach ist. Dann trainiert ihr nur die Sachen, die ihr auch wirklich trainieren wollt und müsst. Und wenn ihr da Sicherheit gewonnen habt, macht das Gleiche mit den Terzen. Guckt hier, ob die kleine Terz halt eher so einen Moll-Charakter hat und die große Terz halt eher nach Dur klingt. Dann kriegt ihr das auch schnell raus. Wieder die dazu nehmen und im letzten Schritt dann mal auch vielleicht noch die kleine Sekunde, sodass ihr wirklich hier diese obere Hälfte komplett üben könnt. Ihr könnt hier diesen Play-Mode ändern, ihr könnt auch die Reihenfolge ändern, das heißt, wenn die hintereinander kommen, dass erst der obere Ton kommt und dann der untere oder dass das zufällig angeordnet ist. Und wenn ihr irgendwo Schwierigkeiten entdeckt, dann könnt ihr auch, weil, weiß nicht, wenn ihr Probleme habt, beispielsweise Sekunden und Terzen zu erkennen, macht doch einfach nur mal das oder so. Seid da ganz kreativ. Schneidert euch die Übung so zu, dass sie euch nicht zu schwer ist. Und dann werdet ihr auch da schnell Fortschritte machen. Aber wie gesagt, man muss halt wirklich viel üben, um das rauszukriegen. Ja, das war's. Übt schön fleißig hier auf der Seite. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video.